Dritter Grad heißt. Eine Hast. So, als nächstes du. Stufenerhöhung. Erster und vierter Grad. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Flegel und Morgenstern. Und neue Zauber dritter und vierter Stufe. Hier nochmal Wunden heilen. Und hier hätte ich eigentlich gerne noch eine Verteidigungskoordination. So, unser Fana, Stufenerhöhung. Alles in Fallen finden. So. Ich dürfte gerade noch so ein Level up kriegen können und Safana auch. Vikonia müsste schon am Ende sein mit ihrem Latein. Kegane sollte noch eins kriegen und Dorn auch noch jeweils. Und Nera auch noch eins. Okay. Ihr braucht nur zu... Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie kann... Ihr braucht nur zu fragen. Worum... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Schubst, können wir die Fallen entdecken. Wie ihr wünscht. Okay. Wie kann ich helfen? Nicht so gut. Ich bin. Jael Kalles? Worum geht es diesmal? Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum okay, kümmern. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Wir müssen jetzt nur noch hier raus. Der Ausgang sollte da unten sein. Ja, mit. Wird auch Zeit, dass ich euch hier blicken lasse, Prat. Prat, stimmt doch, oder? Ich muss euch ja wohl nicht erklären, dass wir Sarivor besser nicht warten lassen sollten. Ihr habt doch hoffentlich keinen Ärger da drin. Ihr hattet doch hoffentlich keinen Ärger da drin. Er sagte, dass die Mönche darauf reingefallen sind und Brennoyen unter Schloss und Riegel sitzt. Deswegen hat er den obersten Weg aus der Festung. Hat er den oberen Weg aus der Festung genommen, anstatt euch in der Krypta zu treffen. Wir müssen uns wirklich beeilen, um ihn einzuholen. Tut mir schrecklich leid, aber ich bin nicht die Person, für die ich mir, die mich haltet. Ich bin Brennonier und ich habe keine Lust, in eine Verschwörung verwickelt zu werden. Ja, Prat, das bin ich. Warum sollte ich nochmal in der Krypta warten? Ja, ich heiße Prat. Prat ist mein Name. Wo sollten wir uns mit diesem Sarivok treffen? Ja, ich heiße Prat. Und wer ist nochmal dieser Sarivok? Nehmen wir mal die drei. Das klingt am glaubwürdigsten. Natürlich in der Basis des Einzentrums im Baldur's Tor. Er hat auch anderswo in der Stadt zu tun, aber uns fällt bestimmt was ab, wenn wir dort auf ihn warten. Es ist allerdings noch einiges zu tun. Daher wird er nicht allzu bald auftauchen, fürchte ich. Der Fall von Brennoir wird uns den Weg ebnen, doch wir müssen trotzdem schnell handeln. Sarivok wird immer schnell ungeduldig, also los.
Entschuldige, aber warum sollte ich nochmal in der Krypta warten? Und dieser Sarivok ist wer nochmal? Ihr solltet mir das alles gar nicht erzählen. Ich bin nicht die Person, für die mich haltet. Auf mich zielen eure Pläne ab. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr habt euch gegen mich verschworen und dafür werdet ihr sterben. Alles klar, dann wollen wir Sarivok mal treffen. Schließlich soll er uns nicht wie Rieta und die anderen angreifen. Und dann fragen wir noch nach der Krypta. Warum? Hat Sarivok das denn nicht gesagt? Vielleicht hat er das ja nicht. Er hat so eine Neigung, Informationen nur weiterzugeben, wenn es sein muss. Es ist aber auch egal. Die Mönche der Feste sind davon überzeugt, dass Brennoje die Anführer des Eisentums ohne Grund ermordet hat. Brennoje ist hinter Gitter und bis Eis und Prozess in Baldustor ankommen, hat Sarivok die Stadt bereits unter Kontrolle. Er kann dann allein über das Schicksal von Brennoje entscheiden. Er braucht den Fluchtweg der Chefs nun doch nicht freihalten. Alles lief nach Plan. Sollen wir jetzt gehen? Alles klar, dann sollten wir mal Sarivok treffen. Schließlich soll uns nicht Virieta und die anderen angreifen. Das war nie der Plan. Sarivok würde sich nie die Hände an denen schmutzig machen, die er nicht für würdig erachtet, von ihm persönlich umgebracht zu werden. Damit Brennoje und seine Gruppe angeklagt werden konnten, sollten sie entweder von Doppelgängern dargestellt oder dazu verleitet werden, Rieta und die anderen ohne Provokation anzugreifen. Ihr solltet das aber wissen, ihr seid gar nicht kaprat. Oh Mann, so ein Mist, kleiner Fehler meinerseits, was? Macht's nichts, das meiste ist ja nach Plan gelaufen. Ihr seht es mir doch nach, wenn ich jetzt gehen muss. Und tschüss dann. Ihr habt geläutet? Na, du gehst nirgends hin. Ja? Aha. Wie kann ich helfen? Vor den Krypten von Kerzenburg hat ein Mann namens Damit unsere Gruppe mit einer anderen verwechselt, die von einem gewissen Prat angeführt wird. Ein Glücksfall für mich, denn Damit hat dabei Sarivoks komplett ausgeplaudert. Er will mit Hilfe von Doppelgängern so aussehen lassen, als hätte ich die Morde an den Anführern des Eisentrons begangen. Und um die ganze Sache noch besser zu machen, denkt Sarivok jetzt, ich wäre aus dem Weg geschafft. Nun, da er nach Baldustor zurückgekehrt ist, ist es an der Zeit, mich in seinem Hauptquartier umzusehen und herauszufinden, warum er den Krieg mit Amt führen will. Wo und er ist gekommen, der Kerl. Schade. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, nur zu fragen, bevor Sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. Wie ihr wünscht. Ja? Wie ihr wünscht. Worum geht es dies? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht euer nur Leben zu fragen. Ist immer noch eine ziemliche Herausforderung. Ihr seid des Mordes an den Anführern des Eisenthrons angeklagt und deshalb werdet ihr bestimmt unerbittlich von der flammenden Faust verfolgt. Trotzdem müsst ihr jedoch in die Stadt Baldurstor zurückkehren. Genau dorthin, wo sich eure Ankläger aufhalten. Ihr müsst den Verantwortlichen für eure schwierige Situation finden und ihn bloßstellen. Ihr müsst Sarivok finden. Ja. Und damit sind wir im letzten Kapitel angekommen. So, nächste Station ist dann erstmal Berigost. Können noch mit dem Hüter der Pforte reden. Ich bin kein Fußabstreifer. Halt, ihr Reisenden. Um eingelassen zu werden, müsst ihr jetzt erst unsere Bibliothek wertvolles Schriftstück einen Leitfaden stiften.
Wir haben kein Buch, aber ich habe früher hier gewohnt. Tut mir leid, ich weiß, dass ihr Gorions Sohn seid und euer ganzes Leben lang hier gewohnt habt, doch die verfügungsmächtigen Allround lassen keine Ausnahmen zu. Für niemanden. Ja. Wir wollen da eh nimmer rein. So, wir wollen erst einmal nach... Erstmal zur Hohen Hecke. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das wäre Zauberstücke und vielleicht auch Edelsteine und so ein Tant hier verkaufen können. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich den Stab der Himmel wenigstens doch noch behalten. Aber gerade die Blitzstäbe, die sind zu kontraproduktiv. Lähmungsstäbe benutzen wir nicht so häufig. Und dafür kann ich eigentlich die beiden schlechtesten Stäbe hier verkaufen. Der Behälter ist immer noch voll. So. Wie ihr wünscht. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Ja, wir schieben ihn gerade in der Gegend rum. In Ordnung. So, jetzt ist er wieder auf seiner Startposition. Ja? Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? So. Räuberskalpel will er leider nicht. Ach, das sind ja immer 5 nur. Da brauche ich ein paar mehr. Also 4 sind 20. 40, 60. So. Beißender Bolzen. Bolzen plus 1. Der hat auf jeden Fall noch sehr viel Munition. Aber ja. Die ganzen Stäbe. Schilde, Morgenstern, Gegengift, Stab des Feuers können wir verkaufen. Betäubungsfeile können wir auch alle verkaufen. Ja, Schutzumhang plus 1 kann keiner tragen. Wurfaxt. Wobei, die Wurfaxt behalten wir mal. Ja, bloß nicht den Spitzbogenstein verkaufen. Und die Halskette, ja, die ist auch zu wertvoll erstmal, um sie zu verkaufen. Himmelstropfen und die Mondsteine können wir verkaufen. Sternsaphir will ich auch nicht verkaufen. Oh, wir haben noch 2 von diesen Halsketten, die können wir dann verkaufen. Zirkone, Luchsaugen. Jade-Ringe, Feueropalringe, Regenbogenhalskette, Silberhalskette, Engelshautring, Goldring, Rubinringe können weg, Himmelstropfen, Perlenkette, Iole können weg, Perlen, Türkise, Schwarzopal, das kann alles weg. Der kann nicht weg.
Oh, hier sind noch zwei Diamanten, die weg können. Na komm, die zwei Prinzenringe können wir auch verkaufen. Silberring, Grünsteinring. Ah, nee, nicht den Sternsaphir. So.